Aquatus. Quick Save. Und dann gehen wir weiter. Oh. Das hier sieht interessant aus. Irgendwie aufgebrochen. Noch eine rissige Wand. Aber die ist diesmal eingezeichnet, okay. Und hier scheint es eh nicht lang zu gehen. Nee. Das heißt, wahrscheinlich ist die rissige Wand hier jetzt Absicht, damit wir da drin das Rauschkraut finden. Schubkarren. Truhen. Okay, sehr viele Schmiedesachen, die wir nicht brauchen können. Schaufel, Spitzhacker, Schmiedehammer und in der letzten Truhe. Okay. Ist sonst noch was hier? Nee, eigentlich nicht. Hier ist nur Gerümpel. Da sind wir reingekommen. Da ist nochmal eine rissige Wand. Okay. Bocken, nimm du das mal mit. Okay, ist hier vielleicht dann auch noch eine rissige Wand, die wir jetzt gerade übersehen haben. Nee, sehe ich jetzt so auf den ersten Blick nicht. Da drüben scheint nur was zu sein. Ach nee, das ist nur die Sackgasse da. Also ja, wie gesagt, hier war eine rissige Wand, die hier reingeführt hat. Aber das war's auch großen und ganzen. Hier drin ist nichts. Hier drin sind zwar Truhen mit Bergarbeiterausrüstung. Also da können wir eine ganze Truppe mit ausrüsten, aber ich sehe hier drin keine weitere Truhe, wo Rauschkraut oder so drin wäre. Wie gesagt, hier war gar nichts.
Ist hier in dem Gang vielleicht noch irgendwo was versteckt? Weil hier war auch nur eine rissige Wand. Okay, hier ist noch ein Hebel. Ich habe im Lager des Händlers Hamragasch eine Geheimtür entdeckt, die in einen versteckten Raum führte. Dort habe ich einige Päckchen mit Rauschkraut und ein paar Flaschen Bohrenswein gefunden. Hier stellt sich nur die Frage, ob der Vater oder der Sohn der Rauschkrauthändler ist. Vielleicht sind auch beide darin verwickelt. Ich sollte Prinz Arum über meinen Fund unterrichten. Okay. Hi. Schläger. Da habt ihr also doch mein kleines Geheimnis entdeckt. Ich hatte ja schon fast damit gerechnet. Nun, es wird euch nichts nützen. Ihr werdet es mit ins Grab nehmen. Das wird sich noch zeigen. Wartet mir noch eine Frage. Weiß euer Vater von dem Rauschkrauthandel? Wie kommt ihr denn auf diese absurde Idee? Natürlich nicht. Dieser Einfallspinsel ist viel zu ehrenhaft, als dass er sich auf den Handel mit Rauschkraut einlassen würde. Dabei kann man damit wesentlich leichter und schneller ein Vermögen verdienen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr den Menschen antwortet, denen ihr das Rauschkraut verkauft? Diese Dummköpfe? Ich habe sie nicht gezwungen, das Rauschkraut zu rauchen. Außerdem sind es ohnehin nur elende Gegrim. Warum sich also Gedanken machen? Aber genug geredet. Macht euch bereit zu sterben. Los, auf sie! Okay. Ein Zwerg, ein Wurm. Hi. Das bin ich. Au! Ja. Au, der haut ordentlich zu, der Typ. Na klar. Zerre. Oh Mann, ein armer Trotz an. Auch die hat's wieder umgehauen. Nicht. Du heilst dich am besten mit einem Heiltrank. Sprich, Freund. Sanya, Yandra Aikara. Also an solchen Orten zu kämpfen, ist echt furchtbar. So. Sprich, Freund. Mein Kopf. Das Spiel ist aus, Hamgladsch. Ich werde jetzt zu Prinz Arum bringen. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, wir sind raus hier. Wir dürfen nicht mal die Leichen plündern. Ihr seid zurück. Und ihr habt den jungen Hamragasch mitgebracht. Was hat das zu bedeuten? Ich habe im Lager des Händlers ein Geheimversteck gefunden, in dem Rauschkraut und Bohrenswein aufbewahrt werden. Mein Verlass hat mir Hamragasch mit einigen Kumpanen aufgeladen und mich angegriffen. Angroschkaraschmops, das kann nicht sein. Tut mir leid, aber es ist wirklich so. Deshalb habe ich Hamragasch mitgebracht. Ich denke, ihr wisst, was zu tun. Ich werde mich selbst davon überzeugen müssen, dass eure Worte der Wahrheit entsprechen. Sollte es tatsächlich der Fall sein, wird mein Vater über ihn richten. Was ist mit dem Hamragasch, dem Älteren?
Ist er auch eher in den Rauschkrauthandel verwickelt? Ich glaube nicht. Hamragasch hat bei unserer Begegnung unten im Lagerstein damit geprahlt, dass sein Vater nichts von seinem Tun wüsste. Er hat also ohne dessen Wissen gehandelt. Gut, ich werde mich jetzt um alles Weitere kümmern. Kommt bitte später in den Thronsaal. Eure Anwesenheit dort wird für die Verurteilung notwendig sein, falls sich eure Anschuldigungen als wahr erweisen. Ja. Darf ich jetzt die beiden heilen? Gut, das heißt, wir gehen jetzt erst einmal hoch auf den Drakensang und machen das mit dem Hammer. Was sagt denn das hier? Informiere Arum. Ich habe Hamgralasch den Jüngern zu Prinz Arum gebracht und ihm übergeben. Arum hat mich gewählt, in den Thronsaal zu gehen, um dort Zeuge der Verurteilung von Hamragasch dem Jüngeren zu sein. König Arombolosch wird über ihn richten. Ja, ich hätte mich echt erst buffen sollen, bevor ich in die Zwerge reinrenne. Und ganz ehrlich, dieser Stollen war so eng und... Also, erst einmal nach oben. Auf den Drakensang. Drakensang. Flupp. So. Hier sollte jetzt wieder alles friedlich sein eigentlich. Aber ja, der Drakensang liegt schon verdammt weit oben. Da oben sind noch die Skelettmagier von Dings, von unserem Endkampf übrig. So wie das aussieht. Zum Malmarsom. Ich habe das Weihwasser und den Schmiedehammer. Jetzt muss ich damit zum Malmarsom und um in einer Höhle das Ritual durchzuführen. Bin ich nicht beim Malmarsom? Muss ich mit den Wächtern reden? Tut mir leid, ihr dürft die Hammerhöhle nicht betreten. Okay, schade. Limbusportal. Oder ist hier oben irgendwo eine Höhle gemeint? Weil hier scheint alles jetzt abgeriegelt zu sein durch Steine. Ah, hier geht's rein, okay. Hier könnt ihr nicht durch. Auf Kreis von Kirche Harmonisch ist der Weg zum Gipfel versperrt. Aha. Lava-Höhle. Mal gucken, was uns hier drin erwartet. Oh, bitte nicht so ein riesen Dungeon oder was?
Okay, da ist der Ausgang zum Drackensang.